Hallo Leute, nachdem ich nun einen Baumstamm längs und quer als Scheiben gesägt habe, wollte ich jetzt mal die Bandsäge, die SRP 13 Dual, einmal umbauen. Nämlich die Schnittführung kann ich umbauen und somit auch feinere Sägebänder draufpacken. Insoweit, seid schlau und bleibt neugierig. Ach ja, was braucht ihr zum Umbau dieser Bandführung? Einmal ein Schraubendreher, um die Abdeckung unterhalb des Tisches, von dieser Abdeckung, den Rollenschutz, den Bandsägeschutz abzuschrauben. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, das war ein rotes Teilchen, zeige ich euch gleich. Und natürlich ein Imbusschlüssel für die Imbusschrauben. Was ihr dann noch braucht, ist die Anleitung, die Bedienung, irgendwann mal die Sägebänder. Hier drin gibt es dann noch einen anderen Einsatz, Sägebandeinlage, und natürlich ihr braucht die spezielle Führung, welche dann alles, was ihr hier gesehen habt, außer dem Schraubendreher und doch, außer dem Schraubendreher ist alles mit dabei im Lieferumfang. Ja, es kann losgehen. Zuallererst entfernen wir ganz vorsichtig diese Einlage. Anschließend haben wir dann einen Einblick und können dann den Sägebandschutz oder den Fingerschutz, wie ihr es auch immer nennen mögt, entfernen. Um den unteren Schutz zu entfernen, brauchen wir den da und keinen Schraubendreher. Von unten sieht der Klingenschutz so aus, der wird dann hier gelöst. Schon die Bandführung zu sehen. Hinten haben wir eine Sägebandspannung, Spannungsanzeige, und wir entspannen jetzt mal das Sägeband, damit wir es auch lösen können. Das ist hier die Ansicht mit der Rollenvertikaljustierung. Die Anzeige für die Sägeblattspannung und noch die Arretierung für die Höhe der oberen Führung. Nachdem das Sägeband jetzt entspannt ist, können wir hier mit einem einfachen Griff die Tür öffnen. Ebenso auch unten. An beiden Enden sitzen diese Schalter, die Sicherheitsschalter. Auch wenn die Maschine jetzt Sicherheitsschalter besitzt, denkt ihr bitte dran, dass ihr das Kabel, den Stecker zieht, bevor ihr an der Maschine arbeitet. So, jetzt haben wir das entspannte Sägeblatt. Das kann ich jetzt runterführen, damit ich das besser leichter rausholen kann. Vielleicht macht es Sinn, das noch ein bisschen runterzuziehen, damit man hier vielleicht noch was machen kann, ja? Okay.
Sägeband ist gelöst, jetzt muss ich nur noch durch den Tisch durchziehen. Ohne irgendwelche Zähne zu verletzen. Ja. Und schon ist es zusammengelegt. Das kann ich nachher anderweitig platzieren, damit es mich nicht stört. Auf der Rückseite der Sägebandführung befinden sich zwei Schrauben, die gelöst werden müssen. Damit sollte sich jetzt nachdem die zwei Schrauben gelöst worden sind, kann diese Führung vom Dorn hier abgenommen werden. Das ist jetzt die Ansicht von vorne, wie ihr sie von vorne kennt. Und wenn ihr jetzt das Ganze gelöst habt, wird die Rückenstütze vom Sägeband auch gelöst und da drauf wird anschließend eine der Führungsrollen für die Feinschnittbandsäge befestigt. Dafür nehmen wir uns die Unterlegscheiben und auf der Führungsrolle suchen wir dieses ist größer Zeichen. Das heißt, da sollte Sägeband Nummer 12 drauf. Und nicht vergessen natürlich, die zweite Unterlegscheibe dahin zu platzieren. Moment. Ja. Die hier können wir so weiter wegschieben. Gesehen? Wir sind jetzt weiter entfernt. War die Position dieser Führung beim klassischen Sägen so befestigt? Zum Feinschnittsägen drehen wir das mal um, sodass die Rolle tiefer liegt. Und befestigen diese dann hier drauf. Die Schräubchen werden eingedreht. Und jetzt widmen wir uns dem unteren Teil. Nochmal zur Erinnerung. Die obere Führungsrolle wird so montiert, wie das Zeichen da zu sehen ist. Und das befestige ich provisorisch, weil ja noch die Feinjustierung erfolgt. Also. So. Muss das sein. Es gilt nun,
die Stütze des Sägebands hier hinten zu lösen und darauf die Führungsrolle für die Feinschnitteinrichtung aufzubringen. Das heißt, wir lösen diese Vierkantmutter, nutzen aber diese Imbusschraube weiterhin, setzen die Unterlegscheiben und die Führungsrolle. Das wird jetzt eingesetzt hier wieder. Sobald ihr die Führungsrollen montiert habt, oben und unten, könnt ihr das Sägeband draufspannen, justieren, dass es so mittig läuft und dann erfolgt die Feineinstellung dieser Führungsrollen. Hier oben habe ich jetzt nochmal das ganze bisschen rüber geschoben, dass es in dieser rechten Nut sich befindet. Und unten muss es in der linken Nut sein. Das heißt, ich habe schon mal die zwei Schrauben gelöst und man merkt, ich kann seitlich und auch vorne und nach hinten schieben das Ganze. Jetzt schaue ich mal, wo ich diese Markierung habe. Die sollte ich doch schon, da ist sie, ja. Und genau so sollte das Band jetzt auch sein, dass es, das muss ich noch lösen, damit es auseinander geht. Ich ziehe jetzt auch nur mal ein bisschen provisorisch an, um gleich zu prüfen, wie das sich dreht. Also es dreht sich nicht konstant, das heißt, es ist recht gut und ich muss jetzt nur noch schauen, dass ich es ein bisschen nach links platziere. Das klang gut. Jetzt nochmal hier schauen, irgendwo ist ein Geräusch, was mir nicht gefällt. Ich gehe davon aus, dass es hier entsteht. Jetzt habe ich nochmal ein bisschen justiert und da hört man jetzt gar kein Geräusch. Also noch ein bisschen. Das Sägeband muss noch ein bisschen nach vorne abdriften, ganz bisschen. Also nochmal, hinten habe ich jetzt nochmal hier justiert und das klingt jetzt wunderbar, nämlich so gut wie gar nichts. Okay. Da muss ich jetzt nochmal... Ja,
die Führungsrolle justieren hier. Sitzt perfekt. Jetzt die da unten muss ich auch noch mal nachjustieren. Das kann ja auch noch hier ein wenig. Das sollte meinetwegen noch weniger Geräusche abgeben, aber irgendwo werde ich da noch Verbesserungen vornehmen müssen. So, was wir jetzt noch gleich machen werden, hier unterhalb habe ich noch ein Regulierungsrad. Ich kann die Spannung vom Motor lösen und überlegen. Das ist hochtourig jetzt. Da muss ich gar nichts machen, außer die Spannung wieder festsetzen. Das heißt, die Bandsäge wurde ausgeliefert in einem hochtourigen Bereich. Motorantrieb, große Rolle, hier kleine Rolle, hier hinten. Insoweit alles gut für den Feinschnitt. Okay, Türe schließen, so schnell geht das. Und dann schnappe ich mir mal ein Restholz. Das lege ich mal dahin, falls das Sägeband abdriften sollte, kann immer noch entgegenwirken und gleich wieder stoppen das Ganze. Ja, funktioniert nicht, ich muss noch einstecken. Soweit. Ein Moment Geduld. Okay. Eingesteckt ist es jetzt. Das wollte ich ja noch befestigen, das hier. Das gehört dahin und das kann ich auch befestigen ohne große Probleme.
So, da war da noch ein Schräubchen irgendwo verblieben. Genau, das hier. Prüfen, dass da alles gut sitzt. Und das tut es auch. Jetzt nochmal starten. So, mit einer Hand sägen war jetzt ein bisschen seltsam, ungewohnt, aber Sägeschnitt ist perfekt, alles ist geglückt, der Umbau ist geglückt, die Justierung ist geglückt, was will man mehr? Ein bisschen aufräumen und schauen, dass man ja nichts verliert oder verlegt. Also ihr liebe Leute, der Umbau ist geglückt, der erste kleine winzige Testschnitt mit einer Hand geführtes Holz hat auch funktioniert. Insoweit kann ich sagen, ich bin begeistert. Schnittqualität ist super, sauber, wie gewohnt von diesen feinen Sägebändern und ich hoffe, ich kann euch etliche Projekte noch vor Weihnachten zeigen. Vor Weihnachten 2023 zeigen. Ansonsten seid schlau und bleibt neugierig. Nächste Weihnachten kommt wieder und ich finde bestimmt ein wenig Zeit für weitere Videos. Macht's gut. Gesegnete Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit wünsche ich euch und habt Spaß in eurer Werkstatt. Seid schlau und bleibt neugierig. Ciao, ciao.